So, und weiter geht es mit den Safari-Neuheiten, und zwar mit den Fantasy-Figuren für 2014. Wir haben hier den Dragon King. Ihr seht schon, auch der Dragon King wird hier in so einer Kunststoffverpackung ausgeliefert. Die Verpackung wird extra von dem Hersteller hier gemacht, damit, wenn die Figur lagert, entweder im Versand oder was weiß ich wo, und es liegt irgendwas Schweres drauf, damit die Beine nicht zusammengequetscht werden, damit er immer seinen richtigen Stand hier behält und nicht irgendwann dann umkippt, wenn ihr die Figur bei euch zu Hause stehen habt. Da muss mit der Kamera ein bisschen hochgehen. Und ich finde es sehr, sehr lobenswert von Safari, natürlich auch von allen anderen Herstellern, die extra solche Plastikteile, solche Plastikformen für diese Figuren herstellen lassen. Das sind schon wieder zusätzliche Kosten und schon wieder ein Aufwand, diese Figuren hier reinzusetzen. Und dann, wie schon gesagt, ist auch noch eine Tüte drumrum. Und so ist dieser Drachen eigentlich oder die Figuren aus Plastik optimal geschützt vor Abrieben oder halt vor Verformungen. Also ganz klasse, großes Lob an Safari und natürlich auch an all die anderen Hersteller, die sowas ihren Figuren spendieren. So, jetzt hole ich unseren Drachen mal aus dieser Form heraus. Der Dragon King. Hier haben wir ihn. Und zwar Dragon King mit der Nummer 10123. Ganz leicht zu merken. Und hier sieht man doch, hier lacht das Herz, wenn man die Figur anschaut. Safari kann auch anders. Ich war ja eben total enttäuscht von den Dinosaurierfiguren, von den Farben, von der Bemalung, von dem Paintjob. Und der ist hier absolut gelungen. Erstens mal haben wir hier ein richtig schönes Modell. Und auch dieser Drachen hat gar nicht so viele Farben. Ihr seht, die Grundfarbe ist gelb, ja. Dann hat man hier einfach so ein verlaufendes Orange drüber gemalt, und am Rücken ist man noch ganz bisschen hier mit Rot drüber gegangen und am Bauch sogar noch ein bisschen weiß, ne, wo bis an den Kopf hier hochläuft, auch noch bemalt. Also das ist ein einfacher, aber ein super Paintjob. Das zeigt, es geht. Also Safari kann auch anders. So müssen Figuren aussehen. Das ist eine richtig tolle Spielzeugfigur, die auch erwachsene Sammler durchaus ansprechen kann. Also ich finde es richtig Weltklasse. Hier, schaut euch das an. Die ganzen Schuppen von dem Drachen richtig schön hier rausmodelliert. Die sind angehoben, die stehen raus. Wenn ihr mit den Fingern drüber fahrt, dann spürt ihr es richtig, dieses Kribbeln von diesen Zacken hier drauf. Richtig toll. Und hier sieht man übrigens auch in den Beinen, was ich bei dem T-Rex ein bisschen vermisst habe. Ihr seht hier richtig definierte Muskeln. Ja, auch an den Beinen richtig tolle Muskelpartien, an den Oberarmen. Ich nehme diesem Drachen wirklich ab, dass er hier durch die Drachenberge im Drachenland stapft, Tag und Nacht, und sein Revier bewacht. Das ist doch richtig toll gemacht, und schaut euch hier den Kopf an. Die Zähne, die sind nicht irgendwie ganz normal wie bei den anderen Drachenfiguren, wo dann quasi unterm Fleisch rausblitzen. Nein, die Zähne sind irgendwie außerhalb hier angebracht, wie bei einem Schädel, als würde die Haut fehlen. Es laufen die Zähne wirklich direkt am Schädel entlang. Das gibt ihm natürlich ein besonders bizarres und knochiges Aussehen. Der Schädel erinnert natürlich mehr, ja, an einen tatsächlichen Totenschädel von einem Drachen. Also, das ist schon absolut klasse. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gerade Dragon King? Warum nennt Safari diesen Drachen Dragon King? Und langsam kann ich es verstehen. Die Verarbeitung ist wirklich klasse. Das Aussehen weicht schon ein bisschen ab von den normalen Drachen von Safari. Wobei Safari hat tolle, außergewöhnliche und vor allem auch verschiedene Drachen im Programm von dem her. So, die Augen hier, schaut mal, das ist eine richtige, ja, wie soll ich sagen, das ist eine richtige Kugel, das Auge hier. Hat eine richtig, ja, eine richtige Pupille und hat als Pupille einen Streifen drin, was die Figur natürlich besonders wild macht. Und das ist richtig sauber gearbeitet, ganz toll. Ein super Paintjob, anders kann man das gar nicht sagen. Super. Die Hörner hier, die sind so metallisch farben angemalt. Das ist so kupfermetallig, und das findet er auch hier
an den Klauen von den Händen und auch an den Klauen der Füße hier unten. Also alles in diesem metallischen Kupfer. Also Glückwunsch Safari, da freut sich das Rupi-Herz, wenn er sowas kaufen kann. Das finde ich klasse. Also ihr sprecht mit so einer Figur nicht nur Jugendliche oder Kinder an. Das ist nicht nur einfach ein Spielzeugdrachen, sondern da fühlt sich auch durchaus ein erwachsener Sammler angesprochen, diese Figur sich zu kaufen und sich bei sich zu Hause in die Vitrine zu stellen und garantiert nicht auf den hintersten Platz. Eine richtig, richtig schöne Figur. Ich wusste es, ihr könnt auch anders. Also das macht eigentlich alles wieder gut, was ich so im letzten Video leider Gottes kritisieren musste. Hier sehe ich einen Farbfleck, aber okay, das ist jetzt alles halb so wild. Da kann man leicht drüber wegsehen. Also hier, ein richtig toller Drachen. Die Pupillen, die funkeln auch giftgrün, sehe ich gerade. Die sind also nicht nur weiß mit einer schmalen Pupille, sondern auch leicht ganz zart grün angemalt, was ihn natürlich richtig gefährlich macht. So, ganz toll sind natürlich dieser Rückenkamm, dieser spitzig gezackte Rückenkamm. Der fängt hier ganz vorne an der Schnauze vom Drachen an, zieht sich dann über den Kopf, über den Hals, über den Rücken bis zur Schwanzspitze durch. Klasse, und das ist auch das, was ich meine. Hier seht ihr Schuppen und hier ab der Hälfte, ab der Mitte des Schwanzes, ändern sich die Schuppen, ja, und die ziehen sich auch am Bauch durch. Also ihr habt unten ein komplett anderes Schuppenmuster als auf der Seite und auf dem Rücken. Sowas finde ich toll, das meinte ich. Auch so kann man Dinosaurier gestalten. Auch hier seht ihr, hier wurden noch Rippen rein modelliert, was natürlich nochmal extra bizarr wirken lässt, diese ganze Echse, diesen ganzen Drachen. Also richtig toll, und auch hier am Kopf seht ihr an der Seite, hier gehen auch ganz spitzig die Knochen raus, ja, die Kiefernknochen. Das macht ihn natürlich nochmal besonders extra gefährlich, unseren Dragon King. Also, das ist doch eine richtig klasse Figur. Klar, die Haltung hat man auch schon tausendmal bei Drachen gesehen, aber hier pfeift drauf, super schönes Modell. Ich stelle ihn jetzt mal hier schön in die Mitte, gehe ein bisschen mit der Kamera drauf. Und jetzt drehe ich ihn nochmal ganz langsam und genießt ihn einfach, weil das ist ein richtig klasse, ein richtig super Modell, wo sich Safari definitiv nicht hinter verstecken muss, auch in ein paar Jahren noch nicht. Also so ein Drachen ist teilweise sogar schöner als das, was man auf dem Resinmarkt findet. Da gibt es nämlich auch extrem viel schlechte Sachen. Also Leute, das ist der Dragon King mit der Nummer 10123. Wenn euch Drachen gefallen, kauft euch dieses Teil, der Hammer. So, und jetzt gucken wir uns noch die Größe an. Er hat eine Höhe von ein bisschen über 10 cm und eine Länge. Ich messe hier mal ganz quer. Ich denke mal, sind so 16 Zentimeter, ganz grob gemessen. Also schaut es euch an, hier sogar bis zu den Füßen runter, schön hier mit den ganzen Zacken modelliert, mit den ganzen Stacheln. Das ist eine richtig tolle Figur. Glückwunsch Safari, so möchte ich Figuren sehen. Das macht Spaß, da lacht das Rupi-Herz. Sowas kaufe ich euch immer und jederzeit ab. Und wenn ihr die Figur womöglich auch noch in einer alternativen Bemalung rausbringt, dann kaufe ich die mir nochmal, weil sie einfach super ist. Euer Dragon King. Klasse. Und vom Dragon King kommen wir zum Good Luck Dragon. Der Glücksdrache von Safari. Auch er hat hier ein Plastikständer, eine tolle Plastikform, damit sich die Beine nicht verbiegen, damit er richtig gut gesichert ist. Und auch er war natürlich noch in der Tüte drin, in meinem allerersten Video zu den Safari-Neuheiten. Da seht ihr das. Ich muss wieder rauszoomen, sonst ist er gar nicht ganz drauf. So, also, und machen wir das mal weg und schauen uns das gute Stück mal so an. Auch hier, was seht ihr hier? Eigentlich einen ganz einfachen Drachen. Er ist nur weiß und hat ein paar braune Akzente. Das ist alles, aber
es sieht gut aus, denn es ist richtig effektiv eingesetzt. Und dieser Drachen hat so ein klasse Sculpt, wie man so schön sagt. Ja, die Insider sagen doch Sculpt. Die sagen nicht hier eine tolle Skulptur, sondern die sagen Sculpt. Also ihr seht hier schon, hier hat er Schuppen. Also vom Fell, vom Kopf, vom Fell geht's über in Schuppen. Hier an den Beinen hat er wieder Fell. Ja, dazwischen kommt Fell. Da hinten kommen wieder Schuppen. Und es läuft in einen glatten Schweif aus. Das ist aufregend, das ist interessant, sowas ist spannend anzugucken, das macht Spaß. Und würde man da zu viel Farbe drauf klatschen, würde man das ganze Modell kaputt machen. Das meinte ich bei den Dinos. Da könnt ihr mal sehen, wie ein schönes Modell durch einen schlechten Paint-Shop, durch eine schlechte Bemalung kaputt gemacht werden kann, wie ich finde. Und das haben die Figuren von Safari eigentlich nicht verdient. Aber jetzt mal der Reihe nach. So, was man natürlich ganz klar sieht und an was einen die Figur natürlich total erinnert, ist Fuhur aus der unendlichen Geschichte. Ganz klar. Man sieht aber auch, wenn ihr mal so Straßenfeste oder so Straßenzüge in China gesehen habt, da gibt es ganz viele Leute, das sind riesengroße Drachen aus Papier. Da ist vorne einer am Kopf, der bewegt den Kopf, und im Körper sind unfassbar viele Leute, wo dann so diese wellige Schwingung von dem Drachen nachahmen. Und so sieht er tatsächlich aus, wie so ein richtig schöner chinesischer Drachen, den man dort immer sieht. Und nicht so der typische chinesische Drachen, wo einen Schlangenkörper hat und halt vier Beine. Also das ist schon hier ein bisschen Ausnahme, wo ich so auch noch nicht oder noch nicht oft gesehen habe. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als ich sah, dass Safari so ein Modell hier rausbringt. Ganz toll. Also, das Gesicht ist wirklich nett gemacht. Ihr seht es ja, hat so ein Schnäuzchen wie der Igel, den ich euch auch schon vorgestellt habe von Safari. Er hat wunderbare blaue Augen, in die man sich glatt verlieben kann. Hier die Lefzen wurden schön herausgearbeitet, hat die gleiche Farbe wie die Schnauze, aber das macht einen richtig netten Eindruck, ist ja auch ein Glücksdrachen. Die Augen sind, wie schon gesagt, ganz toll. Man hat hier sogar noch einen kleinen Eyeliner hingemacht. Überhaupt ist der Kopf wunderschön gearbeitet, ganz toll mit den Haaren, Haaren wie ein Hund hinten, wie schon gesagt, Fuhur, und hier sogar ein bisschen definierte Augenbrauen, die hochstehen. Und also ganz toll, und er lacht, ne? Er fletscht die Zähne, aber er lacht, sieht man auch selten, einen lachenden Drachen. Wenn man Drachen lachen sieht, steckt man meist kurz dahinter in seinem Magen. Das ist hier garantiert nicht der Fall. Also richtig schön gemacht. Hier geht es dann in die Schuppen über, wie ich schon gesagt habe. Und die Beine, da haben sie wieder ein schönes, ja ganz leichtes, fließendes Fellmuster rein modelliert. Also es sieht aus, als ob er eigentlich gerade voll in Bewegung ist, ob er jetzt nun fliegt oder gerade am Laufen ist, am Rennen, am Rumhüpfen. Das bleibt eurer Fantasie überlassen. Aber dieser Drache, obwohl er steht, obwohl er statisch ist, ist er total in Bewegung. Richtig frei, richtig locker. Ein ganz, ganz tolles Modell. Und auch hier die Haare, die am Hals entlang gehen und hier in dem Brustbereich enden. Ein schöner Übergang, hört nicht prompt auf, sondern ein ganz toller Übergang zum Hinterteil über. Also richtig schön. Was soll ich sonst noch sagen? Ganz klasse. Hier die Lockerheit von den Rückenhaaren, die dann hier in dem Schweif enden. Übrigens, so müsst ihr euch auch den Schweif von einem Einhorn vorstellen. So wird es immer dargestellt normalerweise, und nicht so ein ganz normaler Pferdeschweif. Das aber nur ganz am Rande. Also, ihr seht schon hier unser Glücksdrache. Ein richtig schönes Modell, ganz einfache Bemalung, aber vollkommen ausreichend. Eine richtig schöne Spielzeugfigur, toller Spielzeugdrachen, der auch garantiert viele erwachsene Sammler erobern wird. Ich stelle ihn jetzt mal hierher, und auch ihn drehe ich jetzt mal im Kreis, und könnt ihr euch in aller Ruhe anschauen. Und ihr seht schon, richtig schöner Drachen. Hat natürlich ein bisschen was vom Hund, ganz klar. Aber das ist durchaus gewollt, und das kann so auch aussehen. Hier, der Glücksdrache von Safari. Safari macht mich echt froh, bringt noch mehr so Figuren raus. Und ja, ihr habt mich.
Jo, der Glücksdrache, der Good Luck Dragon mit der Nummer 10122. Ich drehe nochmal, weil er mir so gut gefällt. Und ja, da muss ich jetzt gleich nochmal den Dragon King daneben stellen. So, guckt euch die zwei an. Richtig hammer schöne Figuren. Ist doch toll. So macht das Sammeln Spaß. An so Figuren könnte ich mich tot sammeln. Ja, also ich sag euch, wenn ich mal tot bin und zu Kompost zerfallen, dann werde ich irgendwann aufstehen und werde meine Knochen sammeln. So gern sammel ich. Und dann bastel ich hier einen Knochenropi und den gibt's dann als Limited Edition im Karton mit Styropor, Krümel und das will zwar keiner haben, aber ich bin eine Sammelfigur. So gerne sammelt euer Ropi. Und wenn ihr da noch solche Figuren hier seht, dann erst recht Safari. Toll, so müssen Figuren aussehen. Klasse, Dankeschön. So, jetzt muss ich wieder beruhigen und das Unterhöschen wechseln. Und dann machen wir gleich weiter. Kommen wir nun zum nächsten Modell. Und zwar haben wir es hier mit einem Wyvern zu tun. Und auch er ist hier richtig aufwendig verpackt in einer Plastikform, damit hier ja nichts krumm oder beschädigt wird. Ihr seht es, ein Unterteil, wo er drin steht, und ein Oberteil, wo aufgepfropft ist, damit sich die Flügel ja nicht verbiegen und dass wahrscheinlich auch nichts an die Flügel kommt und hier irgendwie einen Farbschaden macht. So, jetzt werde ich ihn hier mal rausholen. Auch aus dem Unterteil. So, da haben wir unseren Wyvern und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wyvern ist eigentlich ein heraldischer Drachen. Also so ein Drachen seht ihr zum Beispiel auf Flaggen, auf Bannern von Ländern oder von Ländereien. Also ist ein typisches Wappentier, eine Mischung aus Drachen und Greif, also ein sehr fantastisches, ein sehr altes Wesen, das schon seit Ewigkeiten die Fantasie der Menschen beflügelt. Wyvern gibt's natürlich nicht nur in England oder USA, in Deutschland, in Europa kennt man so ein Tier unter dem Namen Lindwurm. Lindwurm sind Drachen mit nur zwei Beinen. Ihr seht's auch, hat nur Hinterläufe, hat keine Vorderbeine und auch keine Hände oder Krallen an den Flügeln. Das ist ein Wyvern, nichts anderes als ein Lindwurm. So, jetzt kommen wir zuerst mal zum positiven Aspekt. Und ja, ich habe wieder was zum Mosern, zum Aussetzen hier. Positiv finde ich, dass das Modell von der Skulptur her richtig klasse geworden ist. Und ich freue mich auch wirklich, dass Safari sowas umsetzt. Also ihr seht hier, er hat tolle Rückenstacheln und hier an der Seite hat er ein ganz anderes Schuppenmuster, was sich durchsetzt bis zur Schwanzspitze hinten. Auch die Schwanzspitze endet nicht nur einfach spitz, nein, es endet richtig in so Flügeln, in so Federn. Also das ist schon richtig toll und ihr seht auch an der Unterseite hat er ganz andere Schuppen, eine ganz andere Beschuppung wie seitlich oder eben oben. Das finde ich toll. Auch der Übergang zum Hals ebenfalls Federn und der Kopf endet natürlich. Eine tolle Mischung zwischen Drachenschädel und ein Greifenschädel und man hat hier auch ein richtig rundes Auge reinmodelliert mit einer senkrechten Pupille, was natürlich richtig schön gefährlich gucken lässt und auch die Hörner hier ganz toll, eine tolle Form, die Kopfform ist wirklich klasse. Auch die Flügel, muss man sagen, richtig toll definiert. Es sind nicht nur einfach Federn angedeutet, nein, ihr seht auch hier die Federlinien in den Federn. Ganz toll, bis zur Federspitze, richtig schön gearbeitetes Modell. Also vom Modell her, ich bin begeistert und hier die Greifen Beine, ich zeige es von dieser Seite her, also ganz klasse, auch hier eine ganz andere Beschuppung und es geht toll in diese, ja, bizarren Greiffüße über mit ganz spitzen Krallen.
Und auch hier der hintere, so der Daumen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie man es nennt, Hühner haben das auch so, dieser hintere Don. Das finde ich auch schön, dass man sowas noch hingemacht hat. Und überhaupt die ganze Skulptur, wie sie dasteht, die ganze Pose finde ich wirklich ganz, ganz große Klasse. Also auch hier Safari, Kompliment, eine richtig tolle Figur. So, und jetzt kommen wir zum Negativen. Seht es bitte auch nicht irgendwo als absolut übertriebene Kritik von mir, sondern es ist einfach eine Tatsache. Fangen wir mal einfach an mit der Bemalung. Und Safari, die ist unterirdisch schlecht. Also ich habe selten so eine schlecht bemalte Figur von euch gesehen. Ihr nehmt hier einfach blau und brusht hier einmal grob drüber, auch über die Flügel, und dann sprüht ihr hier noch ein bisschen hin und hier noch ein bisschen hin, damit es ein bisschen grün gibt, weil ihr habt eigentlich gelb drin und ein bisschen blau, und das war's dann. Und hier auch, ne, blau, einfach so schön wutt, ein Spritzer drauf. Das ist dann auch schon alles. Der Kopf überhaupt nichts gemacht, gar nichts. Hier hätte man um den Mund rum, hätte man noch was machen können. Ach, und die Federn hier, man hätte richtig tolle Farbe reinbringen können. Und auch den Schweif dann einfach auch blau auslaufen zu lassen. Boah, das ist ja so, ich muss gähnen, ich muss mich wach halten, dass ich hier nicht vom Stuhl kippe. Das ist so arschlangweilig, Entschuldigung. Da hätte er ruhig ein Violett nehmen können oder irgendeine andere Farbe. Das ist doch sowas von unfassbar langweilig. Echt, hey, ich finde da keine Worte dafür. So eine schöne Figur durch sowas kaputt zu machen, also echt jetzt. Also wenn ihr nochmal vorhabt, irgendeine Figur in einer alternativen Bemalung rauszubringen, dann bitte nehmt diesen Wyvern, macht es. Ja, also die orangenen Augen, die machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Okay, das zum Thema Bemalung. Dann, gut, okay, hier um den Mund rum, diese Falten, ja, seht ihr das? Das sieht eigentlich für mich so aus, als ob er das Gebiss zu Hause gelassen hätte. Ja, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ist egal, eine schöne Figur, trotz allem. Jetzt kommen wir aber eigentlich zum Hauptkritikpunkt, und das ist die Verarbeitung. Guckt mal hier die Beine an. Ja, also das hier ist schon kein Loch mehr. Das ist ein Krater, Leute. Der Serengeti-Krater ist ein Witz dagegen. Hier können sich Schwalben einnisten. Also das ist nicht nur schlampig angeklebt, sondern hier fehlt ja ein richtiges Stück. Und das hat man einfach so dran geklebt. Hier bei dem Bein genauso. Guckt euch mal diesen Riss hier da oben an, wo man das sieht. Also das finde ich schon richtig übel, ja. Und dann wurde das Teil auch nicht aus einem Guss gemacht, sondern auch diese Schwanzspitze hier wurde ebenfalls angeklebt, ne. Das sieht dann richtig einen Übergang. Also wenn ein neuer Straßenbelag solche Risse hätte, würden die Leute komplett ausrasten. Also ganz ehrlich. Und das zieht sich hier natürlich rundherum. Hier, seht ihr's, ne. Aber das hier an den Beinen, boah, das ist also schon echt mehr als krass. Also ich kann nur noch mal sagen, Safari, achtet auf eure Qualitätskontrolle. Ja, also ganz, ganz dringend. Also irgendwie habt ihr dieses Jahr ein bisschen der Wurm drin, was die Bemalung anbetrifft und auch ja die Qualität des Zusammenbauens. Also das ist meine Meinung, Leute. Bitte nehmt es nicht allzu krass. Es ist meine Figur, die ich mir gekauft habe, und drum erlaube ich mir das auch zu kritisieren. Kann sein, dass es andere Figuren gibt, wo das nicht der Fall ist, ja, die perfekt sind. Aber ich habe nun mal sowas gekriegt, und wenn ich sowas habe, dann kriegen das garantiert auch viele, viele andere Leute. Bin ich total überzeugt. Ja, genau. Guckt euch mal das Video beim Figurenmagazin an. Der hat es übrigens auch bemängelt. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. So, also, jetzt stelle ich ihn nochmal hier hin. Unseren Wyvern, unseren Lindwurm. Und ich gehe ein bisschen runter mit der Kamera und gehe ein bisschen näher ran.
Wie schon gesagt, eine richtig schöne Skulptur, gefällt mir super gut, aber der Paint Job, die Bemalung, ach du liebe Zeit, und auch die Verarbeitung, das hätte man ein bisschen schöner machen können. Guckt ihn euch an, den Wyvern. Also ich kann die Figur jedem empfehlen. Eine richtig tolle Figur, außergewöhnliche Figur. Findet man so nicht alle Tage. Also von dem her ist es schon sehr schön gemacht. So, also, ich sag's nochmal. Wyvern mit der Nummer 10124. So, und weil mir die Figur so gut gefällt, machen wir noch eine Ehrenrunde. So, für unseren Wyvern. Und jetzt fällt mir auch ein, warum er so guckt. Ja, wahrscheinlich hat er seine Bemalung im Spiegel gesehen. Schaut euch das Gesicht an. Ja, das spricht Bände, wie ich finde. So, okay, alles klar. Das war der Wyvern von Safari 2014. Und somit kommen wir zu einer weiteren Figur, und zwar haben wir hier einen Manticore. Einen Manticore, auch er hier in einer mega Plastikverpackung, damit ja nichts passiert. Hier die Flügel schön aufgestützt. Wie schon gesagt, ich finde das klasse, dass die Hersteller den Figuren sowas spendieren. Somit ist eine richtig schöne Stabilität gegeben. Und wie schon gesagt, wenn ihr die Figuren da rausholt, schmeißt diese Form nicht weg. Hebt's auf, tut eure Figur nach dem Spielen oder was er immer damit macht, wenn ihr sie aufbewahrt, da rein oder lasst sie drin, dann geht nichts kaputt. So, und jetzt schauen wir unseren Manticore mal an. Dieses fantastische Wesen stammt aus der Serie, aus der Safari-Serie Mythical Realms und hat die Nummer 802629, Manticore. Und der Manticore ist ein griechisch-persisches Fabelwesen. Ja, beim Ropi lernt er auch was. Und Manticore heißt nichts anderes als Menschenfresser. So, und da kommen wir auch gleich hier mal zum ersten, zum Gesicht. Sieht das aus wie ein Menschenfresser? Also eigentlich nicht wirklich. Also für mich guckt der ein bisschen, als ob ihm die Blase drückt, denn die Pupillen gehen ein bisschen seitlich. Ich weiß nicht, wenn man schielt, heißt Silberblick. Wie heißt es, wenn die Augen auseinandergehen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich möchte mich da auch nicht lustig drüber machen, denn ich finde es gar nicht lustig, wenn man so eine Figur so anmalt. Dann hat man hier die Augen auch irgendwie schwarz gemacht. Das soll natürlich gefährlich wirken. Für mich sieht's aus wie schlecht geschminkt, und auch das Maul, das ist eigentlich ziemlich, ja, belanglos. Also so stelle ich mir einen Menschenfresser nicht wirklich vor. Ansonsten gefällt mir die Figur natürlich richtig gut, also ist klasse. Schon alleine die Art, wie diese Drachenflügel gemacht sind. Also ein Manticore besteht aus einem Löwen, einem Drachen und einem Skorpion. Der Schwanz ist ein Skorpionschwanz, Drachenflügel, und der Körper ist von einem Löwen. Von dem her, der Löwe ist wirklich, also der ist schön modelliert. Ich finde ihn klasse. Ich finde die Mähne toll. Ich finde eigentlich das Gesicht, das Profil auch okay. Nur wie schon gesagt, also ich hätte mir da ein offenes, brüllendes Maul gewünscht. Das hätte mir da wesentlich besser gefallen. Auch die Löwenbeine sind toll gemacht. Das ist ganz routiniert gearbeitet. Ganz toll. Die Haare hier, diese Struktur, die da rein modelliert wurde, und auch die Behaarung am ganzen Körper, das ist halt routinemäßig richtig toll gemacht. Und auch der Übergang, auch wenn die Flügel angeklebt sind, auch anmontiert, ist vollkommen okay. Wie schon gesagt, mir gefällt die Art von Flügel. Das ist nicht einfach gemacht, sondern hier seht ihr auch so Dornen, so ganz rau, und hier richtig ledrige, dicke Flügel. Das ist toll gemacht. Auch hier am Rand nicht nur einfach glatt, sondern richtig herausgehoben.
oben und auch die Dornen an den Flügelspitzen. Das gefällt mir alles richtig super gut. Dazu kommt der Skorpionschwanz, der auch richtig schön bizarr ist, richtig toll gemacht, wie ein Skorpionschwanz eben auch aussieht. Und hier auch ganz, ganz viele kleine so Dornen, die rausstehen. Ich hoffe, man sieht es. Es ist ein bisschen dunkel. Mit dem dunklen Hintergrund ist es immer ein bisschen schlecht. Und mir gefällt sogar die Idee mit den metallisch, so metallic silberblau metallischen Flügel. Das ist schon sehr spektakulär. Das macht schon eine echte wilde Figur. Ja, also alles wunderbar bis auf das Gesicht. Boah, also das geht irgendwie gar nicht. Das hätte man meiner Meinung nach schöner machen können. Und kommen wir zum Thema Bearbeitung. Bearbeitung, muss ich sagen, oder Verarbeitung. Seht ihr das? Die Flügel, diese Zacken hier auf dem Rücken, da wurden die Flügel eingesetzt. Also das ist schon ziemlich krass und es setzt sich hier an der Seite fort. Das ist nicht wirklich schlimm, aber dass man das auf dem Rücken so extrem sieht, das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht war es technisch nicht anders umsetzbar. Ich finde es ein bisschen schade. Und auch hier, ne, hier steht es der Flügel zum Beispiel echt ein bisschen ab. Ja, das ist auf dieser Seite hier, hat man das schöner gelöst, ist es schöner geworden, schöner angeklebt, schöner anmontiert. Und hier ist halt ein bisschen unschön, genauso wie bei dem Wyvern. Also da scheint dieses Jahr ein bisschen der Wurm drin zu sein bei Safari, oder? Ansonsten, ja, die Bemalung, wie schon gesagt, die Flügel, der Übergang in das Braune von dem Löwen und selbst unten hat man noch ein bisschen Weiß hingemacht, auch im Hinterteil. Das ist schon richtig schön geworden. Also das gefällt mir richtig gut. Der Manticore, ich denke, da gehen die Geschmäcker komplett auseinander. Vielen wird die ganze Skulptur auch überhaupt nicht gefallen, weil Sagen so gar nicht ihr Thema sind. Ich bin halt ein Fantasy-Fan. Von dem her gefällt mir das auch richtig gut. Und ich sehe hier sogar über die Verarbeitung weg. Also es ist eine sehr außergewöhnliche Figur. Sieht man nicht jeden Tag. Von dem her ganz okay. So, ich drehe jetzt nochmal im Kreis, gehe ein bisschen näher ran und könnt ihr euch selber euer Urteil bilden, ob ihr euch die Figuren kaufen wollt oder nicht. Ich kann es eigentlich jedem Fantasy-Freund empfehlen. Tolle Figur, sieht man nicht jeden Tag. Sowas kriegt er eben nur von Safari, bisher zumindest. Also von dem her, wie schon gesagt, vielleicht gibt es mal irgendwann diese Figur nochmal. Dann wünsche ich mir vielleicht ein bisschen einen aggressiveren Löwenkopf. Also einen Menschenfresser stelle ich mir anders vor. Also ganz ehrlich, wenn ich Hunger habe, dann kommt es schon eher dran. Also, oder hier genau, zum Beispiel der hier. Guck mal, das ist ein Menschenfresser. Der Figurenmagazin, der frisst kleine Kinder, müsst ihr aufpassen. Guckt euch das an. Also wenn der Löwe so gucken würde, wie der hier, dann hätte man einen richtig tollen Manticore. Also dieser Figur noch ein paar Flügel hinten dran und wir hätten einen super Manticore. So, also Leute, das war's zum Manticore aus der Mythical Realms Serie von Safari mit der Nummer 802629.